Moins. Hallo. Wir sind heute mal nicht im Camper frühstücken, sondern aushäusig. Wir wollten mal wieder mal ein kleines Frühstück. Es ist ja ein kleines Frühstück. Mhm. Hier beim Campground um die Ecke ist das, wenn man stellt, der Crepe Leaf Café. Großartig. Hat super Rezension gekriegt. Weil tolles Frühstück, toller Eistee, toll, alles toll. Und das kann ich nur bestätigen. Mhm. Guckt euch mal. Wir haben nur Sandwiches bestellt. Guckt euch mal die Sandwiches an. Jo. Für einen kleinen Hunger. Für was Kleines zwischendurch. Irre. Aber sehr nice. The Crepe Leaf. Kann man nur empfehlen. Hi Leute. Hallo. Uns ist klar, ihr hättet heute gern noch viel mehr Bildmaterial erwartet, mehr Drohnenaufnahmen, mehr coole Videos, mehr ja, von allem alles. Mehr. Wir hätten auch noch tatsächlich mehr liefern können, weil wir durch richtig coole kleine Städtchen gefahren sind, so Greenwood, tolles Westernstädtchen. Aber uns hat einfach der Nerv gefehlt. Irgendwas aufzunehmen heute. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, war so das Maximalste, wozu wir uns durchringen konnten. Warum ist es so? Wir haben heute Morgen, kurz nachdem wir frühstücken waren, einen Anruf aus Deutschland gekriegt, dass ein sehr guter Kollege und ein langjähriger Freund von mir gestorben ist. Und wie reagiert man da drauf? Ich habe keine Ahnung. Ich musste das heute Morgen tatsächlich überhaupt erst mal sacken lassen und brauchte die paar Stunden Fahrt bis zum Christina Lake, wo wir jetzt hier stehen, um
um das überhaupt verarbeiten zu können. Also ich bin natürlich immer noch dabei, es zu verarbeiten, aber das zumindest erstmal einsickern zu lassen. Und ich habe keine Ahnung, wie man darauf reagieren soll. Das ist halt, er war noch nicht mal im Rentenalter. Also noch nie, was war so der Running Gag zwischen uns? Hahaha, du musst noch so lang, ich kann ja jetzt in 2 oder 3 oder 4 Jahren. Wohl nicht. Eins ist mir aber tatsächlich während der Fahrt klar geworden. Uns trifft's alle irgendwann, früher oder später. Und ihr wisst, ich gebe einen Scheiß was auf irgendwelche Regeln. Und jetzt noch viel mehr. Das Leben kann tatsächlich morgen vorbei sein. Ich hab tatsächlich mit Hübi noch letzte Woche, bevor wir nach Vancouver geflogen sind, gewhatsappt. Hab ihm noch einen Job beschafft. Also 2 Rollen für ein Hörspiel. Ich weiß noch gar nicht, ob er die fertig gemacht hat. Und krieg heute, noch nicht mal eine Woche später, die Nachricht, er ist gestorben. Das Leben ist tatsächlich so kurz und so schnell vorbei, da ist keine Zeit mehr für Blödsinn. Also mir ist klar geworden, ganz ehrlich, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, ergreifen. Wenn du einen shitty Job hast, kündigen, mach was anderes. Nix auf die lange Bank schieben, ganz ehrlich. Uns trifft's, jeden Einzelnen trifft's früher oder später. Also macht was aus eurem Leben, hab Spaß, überlegt nicht lang, soll ich mir das Auto kaufen? Ja, verdammt, kauf das scheiß Auto. Soll ich mir eine PlayStation für 500 Euro? Ja, verdammte Scheiße, kauf das Ding. Ist wurscht. Es kann morgen vorbei sein. Ganz ehrlich. Und ihr müsst nicht alle so sein wie ich, aber gebt einfach ein bisschen einen Scheiß oder einen Fiak auf irgendwelche Regeln. Ganz im Ernst. Immer so dieses, müssen uns dran halten und Regeln und Befehle. Nö. Fick das. Ich kann morgen tot umfallen. So, fertig. Vielleicht ist es jetzt auch nur so eine Trotzreaktion. So Trauer hat ja immer so ein bisschen verschiedene Phasen. Vielleicht ist es jetzt diese Trotzphase, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Geht aus, habt Spaß. Kauft euch das Auto, kauft euch die PlayStation. Macht das, was euch glücklich macht. Für alles andere ist überhaupt keine Zeit in dem Leben. Dafür ist der ganze Kram viel zu kurz. Tut mir leid, es tut mir tatsächlich sehr leid, dass das Video jetzt so mit so einem harten Cut endet. Aber ja, auch das ist Leben. Ja, es hat eben nicht nur Höhen, sondern eben auch wie heute extreme Tiefen. Und es wird besser, auch mit dem Videomaterial, wir versprechen es. Aber es war heute einfach nicht der Tag dafür. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ja, ganz bestimmt. Und an der Stelle, Hübi, du bist trotzdem bei uns, ne? Du fährst mit uns mit. Alles klar. Also, tschüss.